Zu unserer nächsten. Ja, das ist korrekt so. Nein. Erstmal herzlich willkommen zurück. Eben gerade haben wir mal ordentlich Red Dead Redemption 2 gespielt und jetzt Back to the Woods quasi. Also fangen sind mit H1, Z1 und zwischenzeitlich haben wir noch einen weiteren Gast mit hinzugeholt. Das ist unser Mo, den kennt ihr mit Sicherheit schon. Guten Und Abend. genau. Oh Und ja. um euch mal richtig neidisch zu machen, wir alle vier haben aktuell Urlaub. Schöne Sache, oder? Das ist herrlich. Das ist richtig toll. Ja, das ist schön. Die Kommunikation läuft bei uns. Ja, so, das Schöne ist erstmal gut, dass du jetzt dabei bist. Somit können wir im Fünfer-Match hoffentlich ein bisschen weiterkommen. Und da habe ich schon wieder die Kapitänsmütze auf. Wer hat mir die denn zugeschummelt? Ich weiß nicht, aber ich habe übrigens keine Einladung ins Team. Soll ich einladen? Du hast eine Einladung. Nein, habe ich Ja, nicht. also. Dann, warte, dann schicke ich dir nochmal eben eine raus. Bitte. Weil es sind jetzt schon alle soweit da. Du hast eine Einladung. Danke, jetzt habe ich eine. So, jetzt mache ich nochmal eben, bevor es losgeht, was ganz Wichtiges. Ein Stückchen Apfelkuchen eben essen. Oh, sehr gut. Mit Sahne. Das hört sich gut an. So, und auch leicht gefroren, das ist noch viel geiler. So, Mo, bist du bereit? Ja. Das bin Mr. ich. Andreasen, sind Sie bereit? Ist sie, Senior? Dan, sind auch Sie bereit? Da, nach Hui. Ich hoffe, es hieß ja. So, es startet. Ja, also das Wort ja war auf jeden Fall damit drin. Und es war nicht das zweite Dann, Wort. ich habe gedacht, dadurch, dass alle mal irgendwie mit einer anderen Sprache antworten, habe ich das auch mal gemacht. Ich Dieser hoffe, Nussknacker irritiert mich. ja, ich hoffe, das war für die russischsprachigen Zuschauer unter euch, das war einigermaßen okay ausgesprochen. Ich kenne nur eins auf Russisch. Niet. Das ist nein, das ist richtig. Und da ist einfach nur ja. Da ist ja. Ja, korrekt. Das ist auch irgendwie geil. Aber du willst jetzt nicht wissen, was Nahui Nein, das willst du nicht wissen. heißt. Nein. Okay, ich frag lieber nicht. Nein. Und ja, wenn du irgendwie einen Russen an und du möchtest ihm ein großes Kompliment machen, dann sagst du einfach hui. Ich glaube, das auch das lasse ich lieber. Wir hätten hier in so einem bunten Schal. Wer war das jetzt mit dem Schal? Ich. Ich konnte den Namen. Das ist immer toll, wenn einer sagt ich. Damit kann man Ich. immer viel anfangen. Das ist genauso wie früher. Hast du ja öfters bei deinem Kumpel oder so geklingelt. Ding dong, wer ist da? Ich. Ich. Und jeder kann was damit anfangen. Ja, das Geile ist, alle wurden reingelassen. Ich glaube, das ist der Fehler bei heutigen. Ja, man hat die Leute an der Stimme schon erkannt. Ja, So. vielleicht sollten das heutzutage auch so die Prospektverteiler machen. Ding dong, wer ist da? Nicht Prospekte, weil die nicht reingelassen werden, sondern ich. Ich. Aber sogar die Kumpels, die in einem Haus gelebt haben, selbst die haben mit dem Wort ich an deiner Tür ge geantwortet. Das ist total geil. So, ich gehe mal zu diesem Autosymbol direkt unter der Tankstelle. So, Mo, du bist lila, Waldi ist gelb, ich bin blau und Dan ist grün. So, ich hoffe, ich darf auch auf der Map bleiben. Oh ja.
So, das ist leider ein Quad, aber das helfe ich mir mal direkt. Da fällt mir gerade was ein. Ich weiß, du warst ja letztes Wochenende nicht dabei. Ich weiß jetzt endlich, was es bedeutet, durch die Umgebung getötet zu werden. Nein, was bedeutet das? Du fliegst einfach durch die Map durch. Wie hast du das denn hingekriegt? Das weiß ich selbst nicht. Ich wollte mit dem Fallschirm eigentlich nur landen. Und fupp, bin ich durch die Map und dann habe ich die ganze Map nur von unten aus sehen können. Und dann war ich tot. Hm, nett. Und dann stand da getötet durch die Umgebung. Somit weiß ich jetzt, wenn das kommt, fliegst du durch die Map. Das ist also ein Bug. Schön, schön. Ich höre einen Quad. Ist das einer von euch? Ja. Ja. Okay. Wen habe ich da eigentlich gerade mitgenommen? Mich. Ah. Hier ist noch ein Rucksack, Jungs, und ein Helm. In diesem Haus hier, diesem Gebäude. Ja, bei mir ist auch noch ein Helm. Aber ich habe kaum was an Waffen. Nur für euch zur Info, ihr habt noch 30 Sekunden. Und dann? Ah, oh, dann alles seid klar. Ihr nicht mehr in der Zone. Danke, danke. Aber warte mal, haben sich die DDR-Leute damals nicht darüber gefreut? In der Zone zu sein? Nee, außerhalb. Ach nee, außerhalb natürlich, ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Da kommen die alten Klischees, du. Wieso so, Klischees? Nein, also die alten. Du weißt, was ich meine. Das alte Zeug. So, so ich besorge mal ein Fahrzeug, das nicht mehr vorhanden ist. Achso, das war ein Quad. Ah, ja, ich bin gerade bei diesem Haus. Aber wie ich sehe, bist du es auch. Auf mich wird geschossen. Ach du Scheiße, wo bist du? Ich komme euch gerade entgegen. Komm in dieses Haus hier. Oder nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Ja, ich bin doch hier. Komm her. Und steig doch auf. Ich bin da noch mal da. Jungs, ihr kriegt Besuch. Waldi, fahr mal bitte zu diesem Autosymbol unten rechts auf der Minimap. Du meinst, das was außerhalb des Kreises ist? Das war innerhalb des Kreises. Fährst ich du gerade? Sehr gut. Bist du, Waldi, erklärt hast, wo das ist? Ja, mir fehlt noch eine Schutzweste. Oh, ganz unbedingt. Da hinten fährt ein Auto. Das ist nur ein Quad. Achtung, du glaubst, du wirst gerade bombardiert. Da fliegen Raketen, ich fäll da nicht hin. Da ist noch ein Symbol. Unten links. Ja, ich seh's. Ich brauche dringend Waffen und eine Schutzweste. Ganz unbedingt. Oh, ich sollte mal gucken, was vor mir ist. Aber ich sitze noch drauf. Wie ich das gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Das wird bestimmt auch nur so ein scheiß Quad sein, du. Ich sehe nicht. Natürlich ist es ein Quad. Hm, na super. Da ist noch ein Rucksack. Ich habe einen Rucksack, vielen Dank. Moment. Ich bleib mal hier. Vielleicht kriege ich hier ein paar Loot-Gegenstände. Oh nein, ich bleib nicht hier. Wir sind außerhalb des Kreises. Scheiße, da sind Leute, fahrt weg. Seht zu, dass ihr abhaut. Auf mich wird geschossen. Sind das Fahrzeuge, vernünftige? Wo ich gerade bin? Ja. Da suche ich noch. Ja, ich habe ein Polizeiauto hier. Oh, sehr gut. Ich komme.
Und eine Schutzweste ist hier auch und ein Helm. Wo bist du denn da? Ich komme. Molly, das hört sich gut an. Verbände, 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 Verbände. Wo sind Verbände? Da. Oh, sehr gut. Okay, AR-15 ist besser als nix. Also es wäre cool, wenn wir vielleicht gleich irgendwie... Jo, warte, ich komm, wir müssen raus, ich sehe schon. Ja. Bin da. Gib Gummi! Wollen wir da rein? Ich würde mal zu den anderen wollen. Ja, wir sind hier alle so. Ach, die sind da. Alles klar. Scheiße, ich höre da was. Ja, ich bin das. Ich bin gleich tot. Ein Einzelner ist das, der hier rumrennt. Hat nur noch 25 Energie. Hier peilt er sich gerade. Oh, Alter, da sind noch 65 Leute auf der Map. Ja, manchmal ist das erschreckend, ne? Wie langsam das doch runtergeht. Oh Mo, du hast ja gar keinen Helm, oder? Doch, hast du. Okay. Doch, auch. Helm und Weste bei allen vorhanden. Gut. Ja, bei Andrea sind nicht mehr. Nee. Ruhe und Frieden übrigens. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Hier vielleicht? Ich höre einen Quad. Ich höre keinen Quad. Das beängstigt mich, wenn ich etwas nicht mehr höre. Jetzt höre ich es wieder. Ja, ist bestimmt nicht direkt da, oder? Ich brauche dringend Waffen, Jungs. Ich brauche dringend Waffen. Ich habe nur eine scheiß Handfeuerpistole. Mehr habe ich nicht. Ich höre Schüsse. Oh, eine Pumpgun. Wenigstens etwas. Okay. Wir können. Ich glaube, hier wollen. Ich glaube, wir müssen auch. Baldi, fährst. So, Prost, Jungs. Cheers. Noch, ach, warte, ich steig aus, ich mach das schon. Ja, normalerweise ist das Auto 1,5 Tonnen schwer, mit mir da drin ungefähr 2. Ja, und ich merk's auch, wenn ich hier hochfahren soll. Ja. Scheiße, ich brauch Muni, ich brauch Waffen, ich brauch alles, ey. Fahren außerhalb des Kreises, aber macht nichts. Ja, ich will ja wieder rein. Oh, lass mich mal eben ganz kurz hier, ganz schnell hier gucken. Mach mal schnell. Das auch noch im Pibi machen. Hier ist keine Waffen, okay. Hä? Ja, das hat nämlich auch gerade gewundert.
Also ihr hört Mo jetzt gerade nicht mehr. Ich hoffe, er ist noch dabei. Mo, gib einen Schuss ab, wenn du noch da bist. Er hört dich nicht. Okay, er ist auch nicht mehr dabei. Er zielt auch nur aktuell. Ja, er zielt, er ist rausgeflogen. Ich fahre nicht zur goldenen Kiste. Nee. Nee, Mo er zielt immer noch in dieselbe Richtung. Also, ich sag jetzt mal so. Jetzt zielt er für mich nach rechts. Eben hat er in die Mitte gezählt. Naja, egal. Passt schon. Alles gut. Oh Gott. Das ist auch echt... Ja, jetzt ist er weg. Für mich selber ist das richtig kräftezehrend, gefühlt, hier immer hochzufahren. Ja. So, ich bleibe jetzt erstmal hier sitzen, bis ein Schuss kommt. Lass mich mal vorne einsteigen. Ja, Mahlzeit. Dann auch. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Oh, ich habe einen Quad. Ja. Ja, da ist er. Wo ist da? Hinterm Baum. Wo muss ich jetzt fahren? Hinterm Baum. Das ist... Ach, da, hinterm Baum. Ich hatte die ganze Zeit nach links geguckt, deswegen... Habe ihn aber erwischt ein paar Mal. Er beschießt uns. Ich glaube, du fährst gerade wieder straight auf ihn zu. Was? Ja, da hinten steht er. Du kannst schießen. Ich sehe nur nix. Oh, da unten steht noch einer. Bing! Schade, dass man sie nicht mehr umfangen kann. Ja. Das ist wirklich sehr schade. Ach, mit meinen Pisswaffen komme ich hier nicht weit. Lass mich mal fahren, dann kannst du schießen. Ja, warte, ich suche mal eben eine Stelle, wo wir eben schnell tauschen können. Irgendwo. Aussteigen, einsteigen, fertig. Okay. Oh. Ich bin drin. Okay. Wie Profi, so das ich. Hast du das gesehen, Andreas? Ja, jetzt mal. Beide rennen wieder ihren Autos hinterher, wie bei GTA damals. Oh, hier liegen Sachen für dich. Aber ich glaube, wir werden gerade beschossen. Ja, alles klar. Oh, herrlich. Bist du da wieder, Mo? Mhm. Was ist denn passiert? Hey! Rausgeflogen? Netzwerkfehler, ja. Ah, okay, alles klar. Aber... Nach der Runde könnt ihr auch gleich wieder starten, weil ich sofort wieder drinnen bin. Okay, ist klar. Juhu! Ich guck mal, was da abgeht. Nee, ja, ist klar. Vergiss es. Ich weiß nicht, was du bist. Ficky Fucky. Hühnerkacki. Achtung, Nibli. Yes, I see it. Schnippi. Nibli kommt.
kann ich nicht einfach in so ein Zelt rein und mich verstecken? Scheiße, verdammt, ja. Schieß! Ja, das macht Sinn. Lebst du noch? Nein, ich wollte versuchen, dass jemand damit drauf geht beim Explodieren des Autos. Ich hoffe, mir ist es gelungen. Das weiß ich nicht. Oh. Storm Brian hat mich getötet. Ja, es ist mir gelungen. Echt jetzt? Zumindest ein Helferkill, ja. Zwei Helferkill haben wir insgesamt. Ja. Schön. Naja, geht besser, geht schlechter. Du, für die erste Runde. Und in der Zwischenzeit nasche ich mal wieder was von meinem Äppelkuchen. Hm. Ich will auch was naschen. Ich mach das auch schon die ganze Zeit. Ja, das ist man redet man nicht. Right, you are the bride. Mm-hmm. Hold yep. on a second, please. Please hold the line. Okay, bitte halten Sie die Leine. Toll, ich kann mir Kampfstiefel Badlands holen. Witzig. Gibt's auch Goodlands? Nee. Ja, wir können weitermachen. Ich verrate euch jetzt mal ein kleines Detail. Und zwar waren diese Jungs, so wie wir jetzt gerade spielen, auf meiner Hochzeit dabei. Ja? Und als wir dann nach der Zeremonie Fotos gemacht haben, hat der Herr Mr. Andreasen genau diese Melodie abgespielt und die Meute war am Lachen. Er wollte es auch beim Ja-Wort machen. Ich glaube... ich glaube, dann hätte ich dich dezent geschlagen. Nee, herrlich. Der Junge, der war zu sehr mit Heulen beschäftigt. So, Neigen blockiert. Was denn bitte? Wen meinst du jetzt? Dich. Ich sag, wer war damit nicht beschäftigt? Also, tut mir leid, nein. Ich, aber aus unterschiedlichen Gründen. So, warte mal, wo ist das? Du gehörtest ja auch quasi zum Star-Ensemble. Ah. Du gehörtest dazu. Zur Hauptrolle, ja. Yeah, er danced. Also das finde ich ja gerade cool. Also der eine, der hat gerade vor mir getanzt und erschien auch direkt eine Melodie. Ja, auch. Entschuldigung, auch das gibt es. Voll geil. Ach ja. Ich brauche ja noch kurz. Ich nehme noch ein Stück Kuchen. Junge, Junge, Junge. Oh. Waldi hat die Sitzung verlassen. Oh. Nee, ja, nur der Party. Okay. Er spricht gerade was. Ich gehe mal zu dem Auto da unten. Also seine Figur bewegt sich auf jeden Fall auch noch. Also es erscheint einfach nur der Party, die Party verlassen zu haben. Das ist okay. Erstmal. Ja, es macht nichts. Wolltest du im anderen Auto gucken oder erstmal zur Tanke? Ja, ja. Nee, lass uns mal ruhig zum anderen Auto gucken.
Guck das Ding. Bitte? Guck das Teil gerade. Nö. Ach, super. Auch ein Quad. Nö. Hier ist noch eine Tasche, ein Rucksack. Ich hab. Okay, ist klar. Da oben im Lager waren zwei Rucksäcke. So, guten Tag, da bin ich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hatte denselben Fehler wie Bo und bin sogar schon tot. Das Geile ist, ich bin genau an derselben Stelle mit jemand anders gelandet, wo eine Kiste stand. Aha. Und er hatte als erstes die Waffe bekommen. Okay, aber das klingt sehr fair, muss ich sagen. Ja. Das klang jetzt einfach nur nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen und sehr fair. Richtig. Ich bin tot. Oh. Aber ich würde sagen, dann müssen wir wieder über die Welt retten, weil die, Andreasen. Ja. Ich wollte gerade ein ernstes Anus sagen, deswegen... Läuft. Ich eier dir einfach mal hinterher, denn. Ja, passt. Hauptsache er frisst. Das ist unglaublich. Naja. Entschuldigung, der Kuchen ist noch lecker. Ja. Ich bin mal kurz auf, bin aber gleich wieder da. Ja, ich muss okay. Mal ein paar dringende Geschäfte erledigen. Ja, ist okay. Viel Erfolg bei den Verhandlungen. Ja, ich gebe mir Mühe. Und drück dich gewählt aus, ne? Ja, genau. Dieses Lager ist leer, denn? Nee, ich bin gerade am Überlegen hier zum Ach, überlegen. Bin gerade zum anderen Auto. Ja, es ist ein... Was? Ich höre eine Kiste. Ich auch, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Bitte. Vielen Dank. AK-47, jetzt hole ich nur noch... Ach, bei dir war auch eine Kiste? Jo. Oh, sehr gut. Das habe ich jetzt weggeschmissen stattdessen. Okay, dann kann ich die wegschmeißen. So gut an, alles klar. Scheiße, hier sind. Warst du das? Okay, alles klar. Einfach mal durchgebreddert. Ich habe doch gar keinen Helm, sehe ich gerade. Das müsste eigentlich ein Auto sein, was hier steht. Bisher habe ich nichts gefunden. Mau. Keine Angst, ihr fehlt nichts. Die Katze ist einfach nur beleidigt, weil sie in einen Raum nicht rein kann. Aktuell. Kiste ist auf dem Steg. Jo, habe ich gesehen. Ich gucke hier hinten mal eben, was das für ein Fahrzeug ist. Mhm. Und der Nebel verbreitet sich auch gleich. Wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Ja. Ich habe meine AK-47 weggeworfen. Und dafür meine Magnum wieder aufgenommen. Oh. Ich habe übrigens einen Panzer.
Ja, macht nichts, ich hab einen Panzer. Ich komm zu dir. Weißt du, ich kann alles umholzen, aber so einen Scheißgrill, ne? Da prall ich gegen ab. Mit einem Panzer. Hast du noch das Quad oder bist du mittlerweile mit Nodo unterwegs? Ne, ich habe ein neues Quad inzwischen. Okay. Das Ding hat auch eine Bremse, ey, das kannst du komplett knicken. War auch gerade schön. Waldi geht aufs Klo, ja? Oh. Wer das wohl sein mag. Ins Einkaufszentrum will ich mich jetzt nicht ich glaube, da haben wir keine wenig Chancen. Ja. Oh. Was denn? Fahren wir in die Richtung weiter, in der Kiste. Von mir aus können wir uns hier auch irgendwo verbarrikadieren. Oh, nee. Ich würde mal sagen, wir sind am besten mit der Taktik gefahren, dass wir uns wirklich irgendwo versteckt haben, oder? Ja, aber hier müssen wir auch bald schon wieder weg. Stimmt, ich fahre noch mal ein bisschen weiter rein. Ja, da war was, aber... Sie liefen gut übrigens, die Geschäfte, nur falls ihr es wissen wolltet. Sehr gut. Hast du vom Klo aus weiter zugeguckt? Ja. Ich wusste es. Also ich bin übrigens im Haus. Ich weiß. Andreasen. Ja. Ich erstmal Kuchen. Verdammt, man kann sich nicht mehr auf die Ladefläche vom Pickup legen. Nee. Und das Schöne ist, weißt du, ich habe eine AK-47 aufgehoben und habe sie danach gegen meine Magnum eingetauscht. Wir sind übrigens außerhalb des Kreises. Nicht dein Ernst. Na gut. So, 45 noch. Oh, Madame, sind Sie aus der Höhle rausgekommen? Hallo. Ich hoffe gerade... Nein, ich rede nicht mit meiner Freundin, das ist die Katze. Ja. Also. Das war auch gerade mein Anliegen. Weil ich habe ja nur die Katze. Tja,
Das einzig Weibliche hier in diesem Haushalt. Schieß! Oh. Ja, du, deine Reaktionen sind auch manchmal, weiß ich nicht. Die haben gerade etwas gedauert, ja. Etwas gedauert. Du musst das fünf Sekunden vorher ankündigen, dann klappt das. Oh, goldene Dings. Bombs. Weißt du was? Scheiß drauf. Das Geile ist, mir wird gerade angezeigt, ich könnte das Ganze jetzt übertragen auf irgendein Gedingsgedöns. Aha. Hier, du kannst ja von YouTube aus auf dem Fernseher zum Beispiel streamen. Und ich habe aber nichts an hier in der Nähe, womit ich das gerade machen könnte. Das finde ich sehr interessant. Nicht, dass ich das beim Fremden machen würde hier irgendwo. Also ich. Aber eigentlich müsste das. Nein, das wird nicht angezeigt. Weg sein. Korrekt. Richtig. Aber weil die, ich habe nach dem Wort, ich habe gerade nichts an, und danach den Satz nicht mit weiter zugehört. Da warst du schon gedanklich wieder ganz woanders, ne? Richtig, richtig, richtig. Ich habe nämlich an große Laternenfehler gedacht. Andreas, was machst du denn jetzt eigentlich gerade? Da. Ach, du wirst beschossen. Lässt dich beschießen. Denise, gibt es von mir auch ein kleines, oder nächste Woche möchte ich ganz gerne mal starten damit, ein The Forest Let's Play. Tatsächlich wieder ein ganz reguläres Let's Play. Von den Anus-Trompeten gespielt von mir. Bilden so eine kleine Base und gucken mal, wie wir so zurechtkommen. Mo, das könnte auch was für dich sein, oder? The Forest habe ich mir schon angeguckt, aber weiß nicht, ob ich mir das holen sollte. Ich meint, ist der Preis des, der geht, finde ich. Ja, preislich ist mir das alles eigentlich scheißegal. 2,5 GB, also ist auch nicht so die Menge. Das ist schön, wie mein Controller vibriert, obwohl ich nichts mache. Ja. Ja. Ein Stream von den Anus-Trompeten funktioniert auch nur mit Katzen im Hintergrund, ehrlich. Kann ich ein Lied von singen. Ja. Oh verdammt, von wo kommt das denn? Von sehr weit weg. Oh, 94. So, er lädt auch schon wieder dieser Nussknacker mit dem Dollarzeichen in den Augen. Warum? Warum nicht? So, jetzt wieder die übliche Abfrage. Mo, ja. Sind Sie bereit? Ja. Mr. Andreasen? Yep. Dan? Ich starte ein Fünfer. Nee, ein paar Mitglieder in deiner Gruppe sind nicht bereit. Ich bin bereit. Oh, scheiße, jetzt habe ich doch... Oh, Mo, bist jetzt doch dabei? Warte, ich guck mal. Wait a second. Dann müssen wir gleich... Ja, ach, ich glaube, dann müssen wir nämlich alle sonst wieder raus. Der Uhr.
Und Mo? Jupp, kann losgehen. Ja, ich bin schon drinne. Ich nicht. Ja, dann müssen wir alle raus. Nein, wird nicht passieren. Ich bleib hier drin. Möchte ich das Match verlassen? Ja. Wie geht nochmal lange Option durch? Jetzt habe ich wieder den Nussknacker. Alter, den Nussknacker kann ich nicht mehr sehen. So, also ich bin jetzt wieder auf der normalen Seite, wo ich spielen, Battle Pass und anpassen. Ich habe nur einen Ladebildschirm. Achso, okay. Also du hast noch den Knacker. So, jetzt bin ich da. Also der Katze fehlt nichts, wie gesagt. Die ist einfach nur beleidigt, weil die nicht mit ins Badezimmer darf. Du spielst doch. Was? Ich hab. Ja, ist, du was? Sitzt im Badezimmer und bist am Zocken. Nein. Jemand anders ist im Badezimmer. Ja, gut. Okay, also. Mo. Bist du bereit? Ja. Mr. Andreasen, bist du bereit? Jawohl. Dan, bist du bereit? Ja. Okay. Waldi, bist du bereit? Jetzt habe ich schon gedrückt. Scheiße. Da müssen wir gleich nochmal alle wieder raus. Jetzt müssen wir alle raus. Ich bin nicht dabei. Ich hab's gesagt, aber ich bin nicht dabei. Mann. Wow. Wow. Das klingt manchmal wirklich so, als wenn sie einfach nur begeistert ist. Meine klingt überwiegend wie eine Taube. Und letztens hatte ich eine Möwe gehört, die hat sich angehört wie eine Katze. Also irgendwie ist ja auch alles verkehrt. Ich wohne im falschen Viertel. Ja, die können die Tiere können halt alle Fremdsprachen. Ist auch nicht schlecht. Die Viecher können mehr Fremdsprachen als ich, du. Ja, da würde ich mir mal Gedanken drüber machen. Ja. So. Ich bin mal ganz schön motzig gerade, du. Die kennt kein Ende. Oh, die redet unter so zwei Autos. Unter uns. Ja, 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 ja. Also die Farben sind so geblieben, wie sie eben auch die ganze Zeit waren. Ja, aber ich bin irgendwie bei diesem Gelb geblieben. Ich glaube, ich sehe. Ah, ne, ist ein Müllcontainer. Das ist ein Polizeiauto. Ja, ich fliege da auch direkt drauf zu. Ich hab einen Quad. Markiert. Wow. Was hast du denn? Ich hab das jetzt gerade nicht gehört, oder? Was denn? Ich glaube, jemand hat die Anus-Trompete gespielt von uns. Ja, das war ich. Ich hab auch gedacht, es ist leise genug. Scheiß Mikrofon. Das ist doch viel zu empfindlich. Das war laut genug. Ich höre einen Quad. Ist das einer von euch gewesen? Ich bin gerade an euch vorbeigefahren, ja. Oh, gut, alles klar. Oh. Irgendwie muss ich, glaube ich, an diese Empfindlichkeit arbeiten. Nö, kannst du nicht dran arbeiten. Es ist kein dynamisches Mikrofon.
Ich glaube, also ich muss eins zulegen. Ich habe hier mindestens 700 Rucksäcke gefunden, also. Oh, ich hätte gerne mal einen. Ja, hier liegen überall welche rum, ja. Ja. Also oh, ich habe einen Jeep gefunden. Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Sag mal, wie komme ich denn jetzt eigentlich nochmal auf die Karte? Bin ich jetzt dumm? Oh, das ist die Optionstaste. Ja, doch. Die Optionstaste war bei Red Dead Redemption. Echt jetzt? Scheiße, ja. Was muss ich? Das Touchpad. Ach ja. Jetzt, oh, verdammt. Stimmt. Okay, wir sind noch drin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns wirklich so weit verteilen sollten. So weit ist es Gott sei Dank noch nicht. Aber wir sollten uns gleich wieder zusammen einfügen. Einfügen? Ja, ne? Zusammenfinden. Zusammenfügen. Ach verdammt, ich weiß doch, was du meinst hier. Ich sag ja, die gibt nicht auf. Die gibt nicht auf. Das ist immer übrigens sehr schön, wenn man gerade sich am Duschen ist oder ähnliches, ne? Sich fertig macht, bla bla bla, und dann plötzlich hört. Wie gesagt, du hörst das die ganze Zeit. Es ist dezent nervig. So, und wenn du die mitnimmst, dann spielt die auch gerne mal einfach mal so alles runter, was so im Badezimmer ist und es kracht und klirrt und dann will sie aber auch nach einer Minute wieder raus. Ja, ja. Viel erschreckender finde ich jetzt gerade, warum deine Frau so lange im Bad ist. Oder ist das Thema schon vorbei? Wie, was? Naja, ist halt so. Rosa, Mo, hast du ein Auto? Mhm. Achso, wir sollten langsam aus der Zone raus. Ja. Wenn du meinst, in die Zone rein. Ja, genau. Andreasen, kommst du? Ich bin gerade voll an Mo vorbeigefahren. Mhm. Mo, bleib mal da. Achso, du hast ein Auto auch. Ein Auto, okay. Dann hol ich mal ganz kurz Waldi. Ich bin im Auto. Dann haben wir alle irgendwie jetzt. Sind wir gut versorgt. Wir haben alle einen Safety-Arsch. Oh, ich höre schon Schüsse. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ausnahmsweise. Yep. Wenn ihr jetzt ein Auto hört, das bin ich. Okay. Oh ja, Verbände. Verbände sind immer gut. Alle Häuser schon. Warum ist er auch nicht drin? Also zumindest ist der letzte Kram nur Rotz.
Andreasen, lass mich mal eben ganz kurz einfach nur im Auto sitzen. Ich muss auch mal eben ganz kurz auf WC. Kein Moment. Achso, okay. Also nicht stehen bleiben bei der Bahn. Also in den Häusern sind jetzt so waffentechnisch nicht mehr so viele prickelnde Sachen. Oh, ich kann leider nicht einsteigen, gerade da Stan gerade. Jo, alles gut. Weil die der Nebel kommt gleich. Jo, ich sehe schon. Dank dir. Ja, wir werden weggeschossen. So, da bin ich wieder. Ist irgendwas Entscheidendes passiert? Wir wurden gerade beschossen. Ich weiß nicht, ob die noch hinter uns her sind. Ha. Deswegen hat meine Schutzweste nur noch 45. Ja. Ich hab doch gesagt, du sollst auf mich aufpassen. Arschloch. Hat auch gut gemacht, das sonst wär's nur noch 12 gewesen. Also das warst du. Okay. Da, jetzt rechts von uns denn. Ah ja, ist klar. Da hinten kommt noch einer. Ja, warte mal, bleib mal stehen. Aus irgendeinem Grund bin ich nicht mehr im Auto und mein Auto ist weg. Dann komm rein hier. Wo bist du? Hinter uns. Fahr mal eben hin zum gelben Symbol. Okay. Mein Auto hat sich auf einmal aufgelöst. Das war weg. Das wird nicht mehr da. Fährst du mal eben hinter... Ich bin nicht ausgestiegen oder sonstiges. Andreasen, kannst du bitte vielleicht so hinter den hinterherfahren. Sehr gut. Danke. Das habe ich ja auch noch nie erlebt hier. Was ist das denn für ein Bug? So, ich brauche auf jeden Fall wieder Schutzfeste, Helm. Alter, was ist hier denn los? Lass das mal aus. Oh, habe ich vielleicht auf euch geschossen? Entschuldigung. Nee. Nein. Habt ihr ein grünes Auto? Nein, ein Polizeiauto. Wir sind direkt hinter dir. Okay, dann war das was anderes. Kann ich nicht. Ich weiß nur eins, ich brauche Helm, Schutzweste. Alter. Ich sehe nichts mehr. So, jetzt wieder. Scheiße. Nein. Haltet an. Komm zurück. Jo, nein, Hilfe. Das ist jetzt scheiße. Ja, schön. Hinter euch. Kann mal einer fahren? Ich brenne. Ach, der Wagen ist stillgelegt. Ja, ich bin weg. Ich blute, wenn das okay ist. Ich auch. Was für Penner. Ja, die haben's aber geschickt gemacht. Beiden. Ich glaube, das werde ich nicht mehr lange überleben. Probier's doch einfach. Zu dritt oder zu viert.
Und Mo ist schon wieder rausgeflogen? Nee, tot. Ja. Ach so. Nee, jetzt warten die natürlich hier irgendwo auf mich. Alter! Ja, war klar. Vielleicht ganz stark. Weiß ich leider nicht. Was? Warum sprichst du? Ist ja geil. Alexa? Ach nee, der hört auf meine Stimme nicht, ne? Ich habe den Ton über Kopfhörer. Ah. Es ist 22 Uhr, nur mal eben so ganz kurz angemerkt. Ja, eine Runde würde ich noch. Wie seht ihr das? Okay. Ja, in einer Stunde muss ich los. Ja, siehst du, dann passt ja. Eine Runde machen wir noch. Jo. Alle dabei? Ja. Alle auch jetzt im richtigen Screen, nicht, dass ich ja. gleich... Ja. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Ja. Weißt du, Mo kann durch ein einziges Wort sehr viele Sätze sprechen. Halt die Fresse, mach weiter, nerv nicht. Geh weg. Scheiß Frage. Das ist wie beim Fußballinterview. Scheiß Frage, nächste. Ja. Oder kennst du das Buch, die Frage war umsonst? Irgendwie sowas. Ja. Lass dich nicht aufhalten, ist auch immer schön. Oh, hier brennt alles. Lass dich nicht aufhalten, das ist auch schon wieder so ein Beamtendeutsch, das ist... Ja, am besten ist immer, wenn du jemanden herrufst und dann sagst du, lass dich nicht aufhalten. Ja. Besonders schön ist das immer, wenn du in Briefen beendest du ja deine Sätze in der Regel mit, oder dein Brief beendest du ja meistens mit freundlichen Grüßen. Das heißt eigentlich auch nichts anderes wie, oh, eigentlich nervt es mich voll, dir jetzt gerade zu schreiben. Das heißt nichts anderes wie, fick dich. Und das ist okay. Jeder weiß es und akzeptiert es. Ja, und das, ja, absolut. Aber das ist genauso wie im Englischen das You're Sincerely. Das ist auch genau dasselbe. Heißt eigentlich auch nichts anderes als halt, was weiß ich hier. Go fuck yourself. Go fuck yourself, ja, genau. Oh, Entschuldigung, das war, also YouTube, das war ein Lied, was ich gesungen habe. Ich hatte gerade die Stimme von Trevor gerade noch dazu im Ohr, muss ich dazu sagen. Von Trevor? Ach so, ja. Go fuck yourself. Ja, ja. Ich möchte kurz etwas sagen, was ich für sehr wichtig finde. Mein Kuchen ist alle. Ernsthaft? Ja. Oh, ich bin lila. Ich bin wieder gelb. Keine Ahnung, also das habe ich jetzt irgendwie intus, diese olle Farbe. Ja, ich bin blau, moosgrün. Waldi? Ja. Meine Kiste. So, ich krieg mal einen wunderschönen Sack. Da ist er ja. Die Qualität der Internetverbindung reicht derzeit nicht aus, um das Spiel zu übertragen. Da glaube ich nicht dran. Oh, ich habe ein Sniper-Gewehr bekommen. Ja.
Die Munition dazu liegt da drin. Habe ich jetzt auch. Ich musste erstmal hier tingeltangeln, ne? Rucksack. Sack. Doch, tatsächlich, das ist, oder? Ja, das ist okay. Funktioniert alles. Okay. So, irgendwo muss hier was Fahrbares sein. Ja, das ist ein Pickup. Ach, Pickup, das geht auch. Passen wir wenigstens alle rein. Nee, hier ist ein Quad. Oh, Baum. Wieder Baum. Sag mal. Waldi, wo bist denn du? Ach, ich komme gerade zu euch. Oh. Einer fehlt noch. Ich bin gerade ausgestiegen. Ich wollte mal eben ganz kurz hier rein. Aber da ist auch nichts mehr. Okay, alles klar. Waldi, warte. Ach, dann fahrt doch alle weg, ist mir auch egal. Ich bin doch hier. Und ich bin auch noch da. So, hier sind noch drei Rucksäcke. Ein Rucksack, cool. Was? So, sind jetzt alle irgendwo drinne? Ja. Warum habe ich keine Waffen? Ich habe doch schon welche aufgenommen. Aha. Mimimi. Das ist ja bescheuert. Wenn ich Steuerkreuz nach rechts drücke, sind die Taschen leer. Wenn ich L1 drücke, habe ich da was drin. Steuerkreuz rechts. Ach, das sind die Granaten. Sind die Granaten. Oh. Mhm. Du warst damals, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du warst damals in der Schule derjenige, der verprügelt wurde, aber... Oh Mann. Aber, nein. Oh. Aha. Jungs, einen Rucksack? Braucht jemand einen Rucksack? Nein. Hier unten ist ein Rucksack. Braucht hier unten jemand einen Rucksack? Nein. Braucht jemand einen Helm? Danke für die Tür. Ne, die brauche ich auch. Oh, warte. Ich höre Flugzeug. Sehe ich auch irgendwo was? Da hinten ist, da kommt eine Kiste. Ja. Ich möchte übrigens erwähnen, dass ich meinen Helm ziemlich geil finde. Ist okay, ist notiert. So. Wo ist er denn? Wo ist es? Ach da. Oh, verdammt. Hier ist noch ein militärischer, eine Schutzweste. Oh, siehst du, fällt mir gerade ein. Schutzweste sollte ich mir auch mal besorgen. Ja. Oh, Entschuldigung. Wolltest du gar nicht rauf? Doch, fahr. Ich habe mich gerade bei meiner Katze entschuldigt. Ach so. Wo ist Mo eigentlich? Der Mo. Wo seid ihr? Innerhalb des da. Kreises. Meine Fresse. Ach, Mo ist da unten schon ganz okay. Ich würde sagen, wir fahren mal zu ihm, wa? Ja, lass mich hier ruhig alleine, ist okay. Oh. Ich wünsche euch 30 Kamelflöhe, wirklich, direkt da, wo es... Was? Du bist... Hä? Wo bist du denn ich, jetzt? Ich bin Lila. Ah. Gott, ich komme hier schon total durcheinander. Oh, Mo, du bekommst Besuch.
Hallo, Black Mama. Willkommen im Stream. Aber wie kommst du darauf, dass du überflüssig bist? So, der Server wurde unterbrochen. Ich bin rausgeflogen, glaube ich. Obwohl, nee, ich kann doch weiter. Was? Niemand ist hier überflüssig. Aber wie kommst du da drauf? Hi übrigens erstmal. Mamba61 hat gerade geschrieben, oder ich bin überflüssig. Ich weiß nicht, wofür das galt. Um Gottes Willen, niemand ist hier überflüssig. Du bist herzlich willkommen in unserem Stream. Moinsen. Hi. Ja, es kann nur sein, dass wir das nicht sofort sehen. Ja. Ich habe bis jetzt aber auch nur diese eine Chatmeldung bekommen, deswegen bin ich gerade auch ein bisschen irritiert. Wie gesagt, hier ist jeder willkommen. Aber meine Übertragung wurde beendet. Das wundert mich denn doch. So, und jetzt wieder online. Ja, tut mir leid, da gab's irgendwie ein Netzwerkproblem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Problem bin, das möchte ich nicht bestreiten. Ja, alles gut. Also was wir gerade noch gesagt haben, um Gottes Willen, also niemand ist hier überflüssig, Black Mamba, also du bist hier natürlich herzlich willkommen, wie jeder andere auch. Nur mal eben ganz kurz für diejenigen, die Anus-Trompeten tatsächlich nicht kennen, das ist vielleicht mal ein ganz guter Hinweis darauf. Also die Anus-Trompeten, das sind der Waldi und das bin ich, der Dan. Und wir haben einen Dauergast mit Streamer bei uns. Hat sich mittlerweile so irgendwie eingebürgert. Das ist einmal der Herr Andreasen und der Mo, der spielt halt eben auch ganz gerne mal mit uns mit. Und zusammen sind wir alle mal die Anus-Trompeten. Das sind halt eben Waldi und ich und manchmal auch noch ein paar Freunde dazu. Und wenn es dir gefällt... Heute mit dabei der Mo. Genau, und wenn es euch gefällt, könnt ihr sehr gerne einfach mal irgendwas hinterlassen. Würde uns freuen, Däumchen hoch, subscriben oder was auch immer. Ist aber allerdings überhaupt keine Pflicht. Wichtig hier ist, dass du Spaß an der Sache hast. Und wenn du nur heute dabei bist und niemals wieder, dann hoffe ich, dass du wenigstens heute dabei Spaß hast. Von daher, alles cool, wir nehmen es nicht ernst. Nein, tut mir auch ganz herzlich leid, Black Mamba. Was denn? Dass ich den Chat nicht gesehen habe, obwohl es war nur der eine Eintrag. Vielleicht spinnt aber auch heute alles hier so rum. Das so, kann ich brauche eine Schutzweste. Wir sollten uns und wieso... Ja, warum haben wir die Polizeiautos denn da eben nicht genommen? Kaputt. Achso, kaputt. Wird auf uns wird geschossen. Bei dem Gewackel kann ich nicht schießen. Alter. Alter, wie soll man denn da schießen können? Ich bin tot. Ich bin tot. Der ist zu doof, mich zu treffen. Ja, auch tot? Nein, rette uns nicht, Waldi, fahr weg. Nein, rette uns nicht, fahr weg. Das hatte auch keinen Sinn. Nee, alles klar. Oh, Baum. Wisst ihr, das ist... Waldi gehört zu denjenigen, die dann sagen, nein, nein, nimmt ihn, lasst mich zufrieden. Nimmt ihn. Ja, ich will meine Ruhe. Oh. Aber da hätte ich echt keine Chance mehr gehabt. Also du liest Bluten auf dem Boden und willst einfach nur sagen, Waldi, rette dich, lass mich hier allein. Waldi? Waldi. Ja, es ist so. Ah. Nee. Black Mamba 61, jetzt auch auf YouTube. Jungs, hättet ihr noch einen Platz frei für einen Spieler? Generell immer, allerdings ja, ist sind mit. Wir sind gerade in der letzten Runde. Wir sind in der letzten Runde und zum anderen ist das hier ja immer mit dem PSN verbunden. Das bedeutet, dadurch müssten wir halt eben gewisse Informationen freigeben, was wir
Helden auch nicht wirklich immer bei jedem Spieler wollen. Nichts gegen dich, um Gottes Willen, aber ja, weiß ich nicht, man muss halt eben eine Freundschaftsanfrage machen und das gefällt mir dann auch nicht so wirklich ganz so toll. Bin ich ganz ehrlich. Ihr glaubt es nicht, ich lebe noch. Ja, aber generell Black Mamba, das ist an sich keine schlechte Idee. Nur gerade heute nicht. Oh, da kommt mir was Brennendes entgegen. Also ein Team würde ich lieben gern noch überleben wollen. Alter! Ja. Mhm. Du hast es gerade ausgesprochen. Jeez. So, meine Freunde, ich melde mich schon mal ab. Ja, Mo, dann vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Dir noch einen schönen Restabend, wa? Danke gleichfalls. Bis denn dann. Ja, jo, bis denn. Alter. Ja, adios. Haut rein. Danke, dass ihr da wart. Das war jetzt ganz schlecht. Ja, du, was soll's. Ist so. Aber ich habe ein Team noch überlebt gehabt, tatsächlich. Also mein Wunschziel habe ich erreicht. Ah, Black Mamba scheint auch schon wieder direkt abgehauen zu sein nach der Antwort. Ja, ich würde mal sagen, das war's mit unserem etwas längeren Adventstream. Also, das ist jetzt schon deutlich länger als das, was wir sonst gemacht haben. Das waren jetzt knapp 3 Stunden. Finde ich eigentlich gar nicht mal übel. Sollten wir öfters mal machen. Ja, das wäre mal, wenn ich auf die Uhr gucken. Ne? Wie gesagt, demnächst. Ich hoffe, dass ich das zum neuen Jahr hinkriege, das Ganze hier mal mit einer Capture Card zu verbinden. Das bedeutet, dass wir hier eine deutlich höhere Qualität erreichen können, was die Streams betrifft. Und hiermit auch Spielewechsel flüssig vonstatten gehen können. Vielleicht auch Stream-Overlays oder ähnliches. Also das heißt, dass wir hier wirklich einen richtig vernünftigen, ordentlichen, schönen Stream hinkriegen. Und das Ganze auch in 1080 Pixel, das heißt mit Full HD, mit einem Pipapo. Und bin ich gerade aktuell dran. Ich gucke aktuell, welche Capture-Karte am besten zum passt. Und demnächst vielleicht auch mal ein paar PC-Games, aber das ist alles noch ein bisschen utopisch. Ja, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, kommt gut hinein in die nächste Woche. Das ist ja die letzte Woche vor Weihnachten. Und dann haben wir auch schon den 4. Advent. Da werden wir auch ein bisschen was machen. Was genau ist noch in Planung? Aber würde uns entsprechend freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. 19.30 Uhr geht's los, wie jeden Sonntag. Und ich hoffe, das können wir auch so dabei belassen. Bisher ist nichts anderes geplant zumindest. In diesem Sinne, von meiner bescheidenen Seite aus, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auch von meiner Seite her, adios. Schöne Woche, kommt gut rein und bis zum nächsten Sonntag. Jo, bis denn. Tschüss.